Ich habe dich immer ausgedacht, dass du so eine kommerzielle Scheiße machst eigentlich. Und ich dachte eigentlich, ich wäre irgendwie was Besseres, würde über dir stehen, intellektuell. Aber es stimmt nicht. Ich bin genauso schäbig und mach für jeden Scheiß Geld all. Hey, apropos, verflixte Klick, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser Show. Machen wir das noch? Sind wir drauf? It's verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Herzlich willkommen bei Verflixte Klicks, Florentin. Gleich Hallo. Zu Beginn. Sorry. Ja, schön, dass ihr da seid. Naja, so schön ist es nicht. Hallo! Ich habe ein Geständnis. Kommt rein! Wollo, wollo, ich habe ein Geständnis. Habe ich bis heute verheimlicht. Aber ich habe mal von, kennst du Anja noch? Ich habe von Anja damals zum Geburtstag ganz viel grüne Sachen geschenkt bekommen für Verflixte Klicks. Weil das ist eine geile Idee. Tolles Geschenk, perfekt auf Lars Erik Paulsen zugeschnitten. War super. Und ich habe eine Sache habe ich mit nach Hause genommen, anstatt sie hier ins Studio zu nehmen. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall aus dem Geschenk und eine Sache hat noch nie das Studio gesehen. Oder zumindest klar, einmal vielleicht und dann habe ich es geklaut nach Hause. Ist klar, dass es Betrug ist, ne? Dass wir gerade live on air vor mehreren Dutzenden Zuschauern zugibst gerade. Juristen werden das nochmal prüfen müssen, ob das Betrug oder. Juristen müssen es wissen. Juristen müssen es wissen. Ja, Juristen müssen es wissen. Die anderen hier ist es auf jeden Fall. Wissen. Guck mal. Ist das nicht geil? Was ist das? Ein Rabble, Rabble, Ding, Ding, Rabble, Rabble, Ding, Ding. Ach, übrigens hier der Hintergrund, ach, der Hammer, oder? Ist das fantastisch? Geil. Ist das Herz? Oh, guck mal, ich bin sogar passend gekleidet heute. Natürlich bist du passend. Ich bin passend gekleidet heute. Nee, das ist die Nummer kleiner. Ist das nicht schön? Ach, ist das toll. Die sind echt niedlich, finde ich gut. Schenk mal ein paar Birnen. Lass mal ein paar Birnen da, Freunde. Kommt mal zu uns und gebt uns ein paar Birnen. Hä? Mehr Birnen! Hey, wenn ihr die Sendung so gut findet, wo sind dann die Birnen? Hä? Wenn ihr uns so toll findet, wenn das Bild so süß ist. Gebt die Birne her. Wo sind dann die Birnen? Dann gebt uns doch die Birnen. Her mit der Birne. Was wollt ihr denn damit? Könnt ihr uns doch genauso gut uns geben, oder? Her damit. Ich will die Birnen. Seid ihr so geizig oder was? Dass ich will meine Birnen haben. Nein. Also, wir schauen uns auf jeden Fall Videos an und müssen erraten. Übrigens, es war mal ein richtiger Ball, der aufgeblasen ist. Und der ist jetzt nicht mehr ein Ball, weil da mein Hund reingeht. Ja, ein bisschen wie die Sendung. Und das wäre doch lustig, wenn mein Hund irgendwann mal wieder in der Show wäre, oder? Das wäre so geil. Nee, lustiger wäre es noch, wenn du gesagt würdest, so, heute für heute habe ich den endlich mal wieder aufgeblasen und der ist richtig prall. Mein und Hund? Dann, der Ball, den du hast, der ist richtig prall. Ich habe den extra für heute wieder aufgeblasen, richtig prall, da sind richtig 19 Bar drauf und dann kommt der Hund. pass auf. Dann kommt dann, ja, von links oder was? Dann kommt der Hund und sagt, ein Ball, habe ich das richtig gehört, da bin ich dabei, beißt rein, platzt, dem fliegen die Zähne aus dem Maul und dann guckt er in die Kamera und sagt, ups. Ups. Ja. Das wäre lustig. Sorry. Das wäre mal gut. Ja, okay. Also, schauen wir mal ins erste Video rein. So, jetzt eine Sekunde. Es ist mein Themengebiet, Tauchen, oh yeah. Oh. Und das ist jenseits von Eden. Titelthemen Tauchen, schön, dass ihr da seid. Lars Paulsen ist ja ein tiefgängiger Mensch. Tiefe schlägt Breite, sagst du? Wenn du Fragen hast zum Thema Tauchen, dann komm vorbei. Eine Frage habe ich tatsächlich zum Thema Tauchen. Warum? Ist geil. Ist richtig geil. Okay. Gut, du kennst dich, scheinst dich wirklich gut auszukennen. Und dann können die Leute ja auch mal eine halbe Stunde lang endlich die Klappe halten. Oh. Bist du unter Wasser und keiner kann was sagen. Können wir ganz kurz mal rechts unten einen Blick drauf werfen. Hier sehen wir nämlich die Tauchtiefe und die Gradzahl. Und jetzt liegt es natürlich an Lars-Erik Paulsen, anhand dieser beiden Zahlen zu erraten, wo hier getaucht wird. Es ist in USA, in einem See. Ja. In den USA. Ja. Carrier Home. Ah, und in welchen Seen gibt es Schiffe? In vielen. Moment mal, das ist ja ein ordentliches Wrack. Das ist auch ein Kran, ist das. In den Tobermory Tucks. Aber das interessiert dich gar nicht, Tauchen, aber ich finde, du bist nämlich eigentlich so ein richtiger Tauchertyp. Ja, tatsächlich, ich habe Tauchkurse gemacht, es gibt ja A, B, C und dann kannst du an der Flasche ausgebildet werden. Ich habe A und B gemacht und dann haben mein. Dankeschön! Vielen Dank, das war das erste Video, vielen Dank. Manchmal sind auch Cheatcodes eingebaut in den Videos. Wir schauen ins zweite Video. Es gibt den ABC-Kurs, da lernst du zu schnorcheln. Und danach gibt es den Tauchkurs, oder nicht? Genau, und ich habe den A- und B-Kurs gemacht. Aber gibt's doch nicht.
separat, oder? Das ist doch der ABC-Kurs, oder nicht? Keine Ahnung, ich war halt auf jeden Fall auf B-Niveau. Und dann haben meine Eltern gesagt... Du bist noch nicht mal ins Wasser gegangen. ABC ist halt Schnorcheln. Ist dann was? Ich konnte zweifach diagonal durchs Becken tauchen. Konnten die anderen Kinder nicht. Seepferdchen. So, und dann hat dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, der Junge interessiert sich für Tauchen. Toll, wir wollen das irgendwie. Der ist weg, der ist unter Wasser. Wir hören den nicht, wir sehen den nicht. Perfektes Hobby. Und dann haben die mir so ein Buch geschenkt. Wunder der Unterwasserwelt. Und da waren lauter Fische und Korallen und Riffe drin. Und leider auch so... widerlich porthässliche Fische, Steinfisch, Muräne, wo so im Nebensatz erwähnt wird, ja, die beißt manchmal Taucher und hält sie so lange fest, bis die Luft ausgeht und die ersticken. Haha, nächste Seite, Biologie. Und ich dachte mir, no fucking way, kein einzigen meiner Füße werde ich da jemals wieder ins Wasser setzen und habe tatsächlich Tauchen abgebrochen, weil ich dieses Buch gelesen habe. Also, Quatsch. Schenkt euren Kindern keine Bücher. So ein Quatsch. Lesen ist der Teufel. Lesen ist der Teufel. Lesen tötet die Kreativität eurer Kinder. Weg mit dem Buch. Reißt ihnen das Buch aus der Hand. Weg mit den Büchern, her mit den Birnen. Ja, schön mal hier ran mal. Ihr habt meine Insel. Insel nur mal eingeblendet hier oben. Okay, wir sind bei 15 Grad Celsius. Ich habe meine Tauchprüfung bei 11 Grad im See in Deutschland gemacht. Mitten im November oder so. Es war arschkalt. Auf 10 Meter Tiefe musste man ja mindestens, waren es nur noch 9 Grad. Ich habe es überlebt mit 14 Jahren. Und war das dein traumatischstes Erlebnis, das Wasser involviert? Oder gibt es da noch andere? Das ist schon die zweite Anspielung heute. Willst du, dass ich ein Flashback bekomme oder was? Also, aber tatsächlich, warum liegt denn dieses Schiff nur in 6 Feet sind noch 2 Meter, oder? 6 mal 3 sind 1,80. Ja, ungefähr 2 Meter. Ja. Das kann ja nicht sein. Es liegt doch kein Schiff in 2 Meter tief. Naja, kann schon sein, aber ist das überhaupt ein Schiff? Frage ich dich. Ich bin kein Aeronautikus. Oder ist es so eine Art Bohrinsel oder was? Ich dachte, ein Kran, aber es kann natürlich auch ein... Nee, die Feed-Anzahl kann nicht sein, oder? 7 Meter. Weil warum sollte da auf Feed und Celsius stehen? Wäre da nicht Feed und Fahrenheit? Ja, stimmt eigentlich, das ist eigentlich Quatsch. Vielleicht sind es Meter. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Video, oder? Ach, du meinst, nee. Nein. Ach, ich meine nur, weil es ist eigentlich ein echt cooles Wrack. Nee, das hat keine... Also ich hab in der Medienbranche schon viele Wracks gesehen, aber das ist eines der beeindruckendsten, wenn auch nicht größten. Ich sage, dieses Video hat 21 Klicks lediglich. Nein! Doch, das ist nein! Das sind nicht die 20.000, die du denkst. Lars, Vorsicht! Nein, das sind nicht die 20.000, die du denkst. Du bist da in eine völlig falsche Schätzung reingetappt. Lars, Vorsicht! Dann zieh mich raus. Ja. Ist das noch nötig? Nee. Willst du deine Schätzung ändern? Nein, 21. Jetzt komm mit deiner Schätzung. Hier ist alles voller Fett und... Ich sag 38.800. 38.038. 38.038. 38.038. Gute Schätzungen, die reimen sich. Lars Erik Paulsen, der irrt sich unter Wasser. Er hat nicht genug Bar. Ihm ist nicht klar, dass er die falsche Schätzung abgeben hat. Oh, fuck. Schwa, ich bin einfach der Kosmonautiker. Nee, der Nautiker. Aaron, das kann doch nicht wahr sein. Was muss man denn auf fucking YouTube tun, um Klicks zu bekommen? Da findet jemand einen Unterwasserwrack. Das wird und kriegt 18 Klicks. Das ist ein bisschen Fan von der Titanic und es wird wahrscheinlich auch nicht der erste Taucher. Aber es ist immer ein Unterwasserschiff. Ja, aber das liegt auf 5 Meter Tiefe. Leute, mal ganz im Ernst, falls ihr gerne auf YouTube unterwegs seid, Anspruch, ein bisschen runter. Ein bisschen runter, ich glaube, da ist noch Platz nach unten. Um einen Wrack, das auf 5 Meter liegt, zu filmen, musst du nicht mal tauchen. Du kannst ja, einfach von draußen filmen. Es wurde schon 20 Mal von draußen gefilmt, da brauchst du nicht reingehen. Also, war eine gute Schätzung von mir. Ich habe ja auch schon mehrfach hier angeboten, ein Tauchformat zu machen, aber... ist ins Wasser gefallen. nee, ich habe das wirklich gefragt und dann hieß es, ja, was willst du denn machen? Ja, keine Ahnung, tauchen halt. Dann kam halt nichts mehr, ne? Ich dachte, du wolltest eine Tauchsendung machen, aber es war dir zu viel Druck. Dachte ich jetzt. Können wir ganz kurz das Video sehen? Und zwar sehen wir hier ein TikTok. Und jetzt kommt natürlich Lars-Erik Paulsen, Multicross-Plattform-Experte. Und kann halt... Nee, alt. Du hast doch gesagt, du bist Multimedia-Experte, nee, Multiplattform, Crossmedia. Ist vorbei. Crossmedia-Plattform. Mehrere Plattformen werden zu einer Hybrid-Plattform. Hast du da nicht mal so einen Vortrag gehalten? Ja, das sind andere Zeiten gewesen. 60 Euro habe ich gezahlt für deinen Vortrag. Dann hast du mir ein paar Weins gezeigt, die du in deinem Keller aufgenommen hast. Alle anderen haben übrigens Geld 6 Euro zahlen müssen. Das hat 6 Euro gekostet, der Kurs. Was? Ja, du hast 60 gezahlt, du bist so dumm. Also, wir sehen jetzt ist es kompliziert. Ein Wein...
auf YouTube. Wir sehen jetzt ein TikTok-Video auf YouTube. Okay? Was? Wein oder? Nein. Ein TikTok-Video? Ja, auf welcher Plattform? Auf YouTube. Ah. Okay? Ja. Kann man auch ein YouTube-Video auf TikTok? Ging auch? YouTube-Video auf TikTok. TikTok. Okay? Ja. Wir haben ein Wein. Pferd im Hühnerstall. Ja. Raus damit, raus mit. Okay? Raus. Gehört da nicht hin, nee. Aber kann da sein. Möglich. TikTok-Video auf YouTube. YouTube. Okay, haben wir okay. Das klar. Ja. So, jetzt ist natürlich für uns die Frage, was heißt das? Warte, ganz kurz. Das ist jetzt ein TikTok-Video. Ich glaube, aber nicht auf TikTok, sondern das ist jetzt auf YouTube gelandet. Ist das jetzt ein TikTok? Kann man sagen, ich habe gestern ein TikTok auf YouTube gesehen? Ich glaube, das kann man, also da müsste ich jetzt Medienexperten fragen. Da, glaube ich, gibt es Seminare für 80 ja, Euro aufwärts. Aber ich glaube, man kann sagen, ich habe ein TikTok auf YouTube gesehen. Ich glaube, das geht. TikTok ist mittlerweile plattformübergreifend ein Name für eine bestimmte Form von Medien, die ein gewisses Format haben, eine gewisse inhaltliche Struktur haben. Wenn du ein Aquarium im Meer versenkst und dann tauchst du in dem Meer und siehst ein Fisch im Aquarium. Ja. Ist er dann im Aquarium? Wo hast du dann diesen Fisch gesehen? Ja. Sagst du dann, du weißt nicht, was ich gestern gesehen habe? Ja. Ein Fisch, ja, wo hast du den denn gesehen? Ah. Ist der Inhalt oder die Plattform entscheidend? Medium oder Aussage? Ich habe halt einen Steinfisch schon im Meer gesehen, aber im Aquarium. Ich meine, wenn du dir einen Kinofilm auf dem Handy anschaust, warst du dann im Kino? Nein. Oder nicht, nee. Aber du hast einen Kinofilm gesehen. Wenn du einen Fernsehfilm im Radio hörst, aber hast du dann einen Film gesehen? Was ist, wenn du einen Kinofilm ja, mach mal die Buhr an. Wenn du einen Kinofilm auf dem Handy, aber im Kino siehst? Ja. Warst du dann im Ich verstehe, was du warst meinst. Warst du dann im Kino? Ich verstehe, was du meinst. Wenn du dir McDonald's-Essen holst und das in einem Fünf-Sterne-Restaurant isst, hast du dann McDonald's gegessen? Warst du bei McDonald's oder nicht? Oder warst du im Stern? Nee. Werden Sie rausfinden. Die Frage ist jetzt die. Achtung. Aber das ist auf jeden Fall ein TikTok auf YouTube. Ja, aber ist das TikTok jetzt so gut, dass man sagt, Leute, die Jungs auf YouTube müssen das sehen. Ey, da ist noch mal eine ganze Zielgruppe, die muss das sehen. Oder sagt man, es ist der verzweifelte Versuch, den TikTok-Account noch irgendwie zu retten. Also wir schauen uns mal den Inhalt an. Inhaltlich ist schon ekelhaft, ne? Also das ist Reinigung einer Tastatur. Ja, aber die ist ja bewusst dreckig gemacht, oder? Nein, nein. Das ist einfach nach 2 Wochen sieht es so aus. Nein, ich erkenne doch, dass das kein authentischer Dreck ist. Doch, das ist der authentischste Dreck, den ich je gesehen habe. Weißt nach du, woran man Plonquest. Richtig. Immerhin richtig, authentisch. Richtig, aber falsch. Die Videos sind übrigens noch da, weil du letzt gefragt hast. Nein, die sind weg. Doch, die sind da. Ah, gut, machen wir nach später. Weißt du, woran ich sehe, dass es kein authentischer Dreck ist? Ja? Er ist zu gleichmäßig verteilt. Echter Dreck würde an der Tastenbenutzung, glaube ich, sichtbar machen. Dass du bei manchen Tasten mehr Dreck hast als bei anderen. Ja, aber du benutzt ja nicht alle Buchstaben. Die Haare gehen doch nicht über deinen Tastendruck dann in. Also das ist kein echter Dreck. Wie lose das ist. Das ist super authentischer Dreck. Nein, das ist kein authentischer Dreck. Nein. Was ich da teilweise wirklich für Schlieren und für Amalgame hab, da wo wirklich verschiedene chemische Zustände ineinander diffundieren, was da teilweise für Lebensformen entstehen, das ist nichts. Das ist aber wie, wenn du es schon selbst gemacht hast, wie teuer muss ein Keyboard sein, dass du es reinigst? Ich vertraue auf billige Keyboards. Ich sag teure Maus, billiges Keyboard. Besser als anders. Billiges Keyboard und dann ist dreckig und dann schmeißt es weg. Ich putz gar nicht. Also okay. Aber ich bin mir sehr. Du hast es doch geputzt, habe ich gedacht. Nein. Okay, stopp. Nur weil ich mir darüber bewusst bin, wie dreckig meine Tastatur ist, heißt es noch lange nicht, dass ich sie putze. Mhm. Ich bin mir des Problems bewusst und entscheide mich aktiv dazu, es zu ignorieren. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das Problem nicht kenne. Es ist was anderes als Ignoranz. Du verschließt nicht die Augen davor? Ja, genau, es ist was anderes als Ignoranz. Du bist auch kein ignoranter Typ. Nein, ich sehe das Problem, ich kenne das Problem. Faul und ekelhaft. Aber es ist eine aktive Entscheidung, nichts dagegen zu machen. Das ist ein Unterschied. Okay, ist das ein 53. Ihr entscheidet nicht, ob wir jetzt aufhören. Jetzt habe ich nämlich keinen Knopf mehr im Ohr. Ich bin frei! Bisher habe ich nämlich immer gesagt bekommen, wenn wir zu langweilig waren, mach mal weiter. Nee, ich habe die Ketten abgelegt, ich bin frei. Das braucht ihr gar nicht anfangen. Okay, also Florentin, ist ein TikTok-Video, das länger als... Wie lange ist so ein TikTok-Video eigentlich? Ja, das sind halt dann mehrere, ne?
Das kann man dann einfach so hochladen auf YouTube? Ja, ich, auf TikTok kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus. Ich kenne nur Instagram Reels. Also ich glaube, das ist auf TikTok auf jeden Fall gut geklickt. Lass uns kurz mal die Sprache bitte hören. Put all of the keycaps in there. Englisch? Das ist aber auch ein Gag-Video, oder? Das machst du dann. Also, diese Saubermach-Videos, die können natürlich auch so einen gewissen ja, Feel-Good-Faktor haben, ne? So, wenn das dann alles sauber ist am Ende. Ja, unabhängig jetzt vom Service-Charakter hat es natürlich auch so wie diese Pickel-Ausdrück-Videos. Ja, ja, ne? Das ja, ist so ein gewisser. Was Fulfilling, ich kann leider gar nicht mehr klicken, Freunde. Ja. Das war der Hund, das vorhin im Mund hatte. Also, ich glaube. Ich glaube, es ist ein Flop. Ich glaube, da versucht ein TikToker verzweifelt how to clean a mechanical keyboard. Kein Mensch, weil es ist so offensichtlich, wie man seine Tastatur putzt, oder? Jeder, der sich denkt, ich habe eine dreckige Tastatur, weiß, kommt auf den Q-Tip, da komme ich selber drauf. Und dass man die Tasten abmachen muss, da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Niemand, nein, ich hätte kein gegoogelt. Mensch googelt, wie putze ich meine Tastatur. Ich sag, das hat 13 Klicks. Ich hab dieses Jahr erst meine PlayStation aufgeschraubt und das habe ich natürlich in 15 Videos mir vorher reingezogen. Ja, das ist ein ganz anderer, intuitiverer Vorgang. So. Nein. Ja, du hast recht, aber ich glaube, das Video ist deswegen auf TikTok erfolgreich gewesen, weil es so dreckig ist, weil man nicht denkt, dass es so dreckig ist. Also es geht nicht darum, ich will jetzt wissen, wie man das sauber macht, sondern ich will wissen, wie dreckig das aussieht. Hot Take, die TikTok-Zielgruppe, junge Leute, haben keine Tastatur. Die haben ihr Handy und ein iPad vielleicht. Und vielleicht ein Laptop. Aber die haben nicht solche Tastaturen. Fortnite? Nee, spielt man nicht auf der Tastatur, ne? Was spielt man denn heutzutage noch auf der Tastatur? Doch, PC-Gamer schon, ja. Also ich bin auf TikTok hat es jede Menge Klicks, das kann ich euch sagen. Auf TikTok ging das richtig ab. Ja, wie viel denn? Auf YouTube nicht mehr, aber wie immerhin. Wie viele? Lars? Immerhin noch 98. 98 Klicks, sagt Lars Erik Pausen. ich sag 13. Lars Pausen wird es endlich einsehen, dass ich der bessere Schätzer bin und diesen Punkt verdiene, oder wird er langsam, aber sicher abtauchen in eine Welt von Selbstbelügerei? Schnauze jetzt. 98 zu 13, bitteschön, Auflösung kommt. Ja, ich wusste es, heute bin ich richtig gut drauf. Da habe ich jetzt leider vergessen, was ich geschätzt habe. So, nächstes Video schauen wir uns an. DSC. Oh ja, Taekwondo. Wisst ihr, was ich sage? Taekwondo. Don't drink in Taekwondo. Das gilt generell. Ist es Taekwondo oder ist es eher so Judo? Ich dachte, die blauen Anzüge sind Taekwondo. Aber es sieht schon mehr nach Judo aus, ne? Nee, Quatsch. Wir haben es übersehen. Es ist die Catholic Conference. Ah, das sind Ausbildung Katholiken. Zum das sind Priester, Katholiken. Pfarrer, ja. Pastor. Hat man jetzt nicht gesehen, ne, im Fernsehen. Könnt ihr gerne mal zeigen, hier links oben steht nicht, war kein billiger Ulk, sondern hier oben steht tatsächlich Catholic Conference. Aber war trotzdem billiger Ulk. Wir machen hier keine Scherze, verdammt nochmal. Ja, ich finde, das hat auf jeden Fall was. Ich bin mal Olympia, das letzte, vorletzte Olympia, da bin ich so ein bisschen reingekommen in diesen Sport. Ich finde es schon durchaus spannend, weil das manchmal, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, du hast es ja auch selbst praktiziert. So hast du zugeschaut, oder was, wie der Typ ja, hier weiß. Ja, ungefähr so. Also ich finde, das war spannend, weil es die ganze Zeit es ist immer das hier. Ja, ja. Und dann irgendwann bam, liegt der andere auf dem Rücken und du hast gleich einen Jwando. Wie heißt's? Kimono. Vor allem, was ich mir denke, Kimo. Diese gesamte Sportart basiert darauf, dass die genau diese Jacke tragen. Ja. Wenn ich da ankomme im Pulli, sagen die, ja. Weißt du, du musst ihn genau hier am Kragen packen und alle Griffe sind darauf ausgelegt. Ja. Wo ich sag, ich bin teilweise oberkörperfrei, nicht zu knapp eingeölt unterwegs. Forget it. Das würde ich gerne mal sehen. Gib mir mal so ein. Das machen wir, das ist eine Sendung. Vergiss deine fucking Tauchshow. So ein olympischer Judoka gegen mich mit 2 Kilo Margarine. Mhm. So. Find und jetzt will ich sehen, was der Typ macht. Finde ich eine gute Splitternackt. Ja. 2 Kilogramm warme Margarine und dann sollen wir mal gucken, welcher als erstes auf dem Boden liegt. Ja, es ist doof, dass noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, irgendwas zu tragen, was man nicht greifen kann. Ne? Ja. Es hat einfach noch nie jemand drüber nachgedacht, wie man dieses Spiel austricksen kann. Ja, oder einölen einfach so, ne? Hau dir jetzt! Ja, oh, da schwitzt er mal. Nein, da. Oh, jetzt macht rein der da, den rein hier. Da, rein da, rein da. Oh, shit, Alter, meine Schulter wäre jetzt. Oh, und schön mit dem Schweißarsch ins Gesicht. Ne, bedankt sich noch dafür.
Danke für den Schweiß. Ja, Katholiken sind schon komisch. Da muss man manchmal. Und jetzt ist es ein Kimono. Ich mag diese gelangweilten Schiedsrichter, die einfach so semi-beeindruckter daneben stehen. So. Ja, könnte er schon noch mit seiner Hand daran, aber. Beweg dich doch mal, um zu gucken, wo das Spiel geschieht. Auch der Typ hier. Pff, Leute. Aber, ja. Gleich läuft Pink Panther, Mann. Ich muss zu Hause sein. Sieht aber gut aus auf jeden Meine Fall. Meine Herren. Hab das bald. Wird's bald. Ist ja, kann man ja nicht mit zusehen hier. So werdet ihr keine Katholiken. Okay, wir schätzen, ich habe angefangen. Ich muss anfangen. Was du nicht weißt. Wir sehen hier JSP. Moment mal. Hier wirft jemand das Handtuch wortwörtlich? Ja. Was? Nee, es war nur ein Gag, das war Merchandise. Oh, nein, no, es war wirklich der Trainer. Moment mal, ne? der Trainer gibt auf oder was für ihn? Gesagt, das schaue ich mir nicht mehr mit an. Der wird verletzt. Was? Und jetzt sagt der, Leute. Vielleicht hatte er so einen Punkterückstand oder keine Ahnung. Hä? Naja, gut. Also, was ich sagen wollte, der sieht so ein bisschen aus wie der berühmte MMA-Kämpfer JSP. Und, George St. Pierre oder so. Und das ist so ein Bro, ey. Du bist so ein Bro. Ey, hast mit du Fragen? Dir können, nein. Wenn du Fragen hast zum Tauchen. Da, ja, nein, aber ich sehe doch schon die Kommentare von so einem Typen mit einem Motorrad im Profilbild, die sagen, ey, geil, MMA, zieh ich mir gern rein mit meinen Bros. Ich würde gerne mal mit Lars-Erik Paulsen upbrown. Das wäre eine Sendung. So upbrown mit Lars-Erik Paulsen. Ey, das wäre so schön. Schön einfach mal mit einem Bierchen genau bei den Typen will ich gut ankommen. Geil, mal. Einfach mal MMA, einfach chillen und einfach mal auf die Fresse geben. Ja. Oh, so, das ist genau deine Blut Zielgruppe. Und so, das will ich. Oh, meine Herren. Ja, Jungs, wenn wir mal uproaden wollen, ruf mich einfach an, ey. Ich bin voll der coole Bro. Mit mir kann man echt gut MMA gucken. Ey. Und alle anderen männlichen Sportarten auch. Boah, Lars, ich muss cool. dir erzählen von meinem neuen Vergaser, ey. Ich hab mir, boah, so ein Ding. So ein 3,4 Diesel. Alter, ey, der gibt richtig Gummi. Du musst dich echt mal rumkommen, ey. Ja, ich hab jetzt eine neue Anlage, ey. Die ballert richtig. Ich kann dir rein, helfen, ey. Den zu reparieren, wenn der kaputt ist. Mit der Zündkerze, das kann ich hinkriegen. Wer kann besser upbrown? Wäre das eine Show, so Elton vs. Simon mäßig, wer ist der bessere Bro? Und wir gehen wirklich in so eine klassischen Rollenbilder, so Männlichkeits-Rollenbild oder was von früher. Ja, wo geht man da hin? In Amerika würde man so in diese Fraternities gehen, aber ich glaube, so Bruderschaften sind in Deutschland ein bisschen anders, die sind eher so elitär. Wir bräuchten so eine Bruderschaft, so wirklich so. Oder halt in die Regie. Oder ich glaube bei uns? Ich weiß nicht, wer ist der broigste Bro bei uns? Die broigste Abteilung? Ja. Grafik? Ich glaube, wer mit den Grafik. Ja. Wen mag die Grafik am liebsten von uns beiden? Können wir eine Spontanumfrage machen? Das sind halt meine besten Freunde, die in der Grafik sitzen. Ne? Ja, wir sind die kennen deinen scheiß Namen nicht mal. Ich meine, wer wird von der Grafik mehr gemocht? Kurze Umfrage, kann man hier an den Bildern mal feststellen. Weißt du was, die Bros da draußen sind die einzigen, die mich vielleicht mögen. Ja? Alle anderen mit dem Anime-Manga-Bild im Profilbild schreiben, Floritini, lieb dich. Aber die Jungs mit dem tiefer gelegten Audi A8, die kommen zu mir zum Geburtstag. Ah, okay. Leute, warte, ich mag doch die Grafik. Jetzt löschen die mich, ey. Schön. Leute, ey. Nee, lass uns mal gerne abbrauen. Er ist 6. Ich komm nach der Sendung rüber, Mensch. Mach mal einen schönen. Geil, dankeschön. Ich sage, dieses Video hat nicht allzu viele Klicks. Aber ich muss anfangen. Ich glaube, dass es durchaus seine 39 Klicks hat. Bitteschön. Du? 101. Warum? Weil das durchaus Weltathleten sind. Sportliche Katholiken gehen immer gut auf YouTube. Von daher 101 Klicks. Also wenn es natürlich der erste Auftritt von JSP ist, nein, das ist viel zu modern, das ist neu und der Titel ist DSC 0. Quatsch. 39 zu 101, wir lösen auf. Punkte, let's go. Oh, gut, heute liegt was wirklich in der Luft. Tut nicht gut gerade? Muss durchatmen. Nächstes Video, Kamera. Hui, kurz durchatmen. Du brauchst die Kraft für das nächste Video. Oh, okay, weiter geht's. Geht wieder? Komm schon! Du bist drin, ey, du bist drin. Episode 2. Oh, eine Sendung über Feuerwehrhelme. Spannend. Finde ich gut. This episode is going to cover the introduction of the N5A.
Ja, geil. Gute Idee. Verdammt nochmal, warum kommen wir da nicht drauf? Eine Feuerwehrhelmshow. Mann, das schreibt sich von selber. Du hast verschiedene Feuerwehrhelme, jede Folge ein. Jetzt bietest du dich wieder bei den freiwilligen Feuerwehrleuten da draußen an, oder? Du willst, dass die mit dem freiwilligen Feuerwehrprofilbild jetzt schreiben, ey, der Teenie, der könnte bei uns mal auf jeden Fall mit Saufen kommen. Das ist ein echt geiler Typ. Und ey, ich habe schon gesehen, wie der mal gelöscht hat für NDA bei einem Einspieler. Das war richtig stark. Du hast ihn noch nicht auf einer Leiter gesehen, Lars. Der findet auch unsere Helme geil. War wirklich ein guter Einspieler damals. Natürlich low-hanging fruits as fuck, aber why not? Ja, willkommen bei NDA war das doch. Yes, please. Look at the stamp. Also, es ist natürlich, ich glaube, wesentlich nischiger können wir heute nicht mehr werden. Es geht nicht nur um Feuerwehren, nein, es geht um die Helme von Feuerwehren und dann auch nicht, ob sie sicher sind oder nicht, sondern um letztendlich die Bemalung und Beschmückung eines Feuerwehrhelms. Das ist schon sehr nischig. Oh, Florentin hat, glaube ich, gerade eine richtig gute Idee. Ich überlege gerade echt die Nische-Show gerade so. Wer findet die nischigste Nische? Ja. Jeder muss jede Woche eine Nische vorstellen und wessen Nische nischiger ist, gewinnt. Nischige Nischen? Ja. Ja, nischige Nischen. Nischige Nischen. Nischige bam, bam, Nischen. Bam, bam, bam. Nischige bam, 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 bam. Ja, es geht gut. Nischige geht gut. Nischen. Ja, was würdest du denn sagen, ist denn noch nischiger? Als kleiner Teaser schon mal für die Show. Also ich glaube, es sind Leute, die Angelhaken malen. Die so Bilder von Angelhaken malen, aber riesengroß, also wirklich so leinwandfüllend, richtig groß. Nischige Nischen, Hashtag perfekt, nischige habt ihr schon. Postet mal bitte unter dem Hashtag nischige Nischen, falls ihr ein Hobby habt, wo ihr sagt, wow, das Hobby haben vielleicht, hab ich und dann vielleicht noch drei Leute auf der Welt. Gerne mal Hashtag nischige Nischen. Und ich glaube, das könnten richtig interessante Sachen bei rauskommen. Weil ich bin auf der Suche nach einem Hobby, ich sag ganz ehrlich, du antwortest kaum noch auf meine Nachrichten. Du hast für Silvester gesagt, dass bin du meist Zeit unter Wasser. Hast. Und ja, deswegen, ich bin auf der Suche nach einem Hobby. Ich habe Bock auf ein neues Hobby. Und deswegen Hashtag nischige Nischen, gib mir mal was. Wirklich so richtig nischig, wo man sagt so, da bin ich 25%. Aber jetzt nicht so, wie Florentin gerade was erfunden hat, was es wahrscheinlich nicht gibt. Nee, was sondern sagt echt mal, ey, ich glaube, ich habe das nischigste Hobby da draußen. Schreibt, bewerbt euch mal an nischige-nischen@rocketbeans.tv. Ja. Ihr könnt es auch an verflixte-klicks@rocketbeans.tv schicken. Es kommt an. Nischige Nischen, wir planen es auf jeden Fall. Ich hätte vorher noch mal gegoogelt, wie man nischig schreibt. Ja, und vor allem, wenn du denkst, diese Woche habe ich eine richtig geile Nische, kannst du die Nischkarte ziehen und dann kriegst du doppelte Punkte. Allerdings, wie viele Punkte würden wir hier bekommen? Denn ich glaube, das ist schon sehr eingeschränkt. Ich hätte es ja mit E geschrieben und wäre gescheitert bei nischige Nischen. Du wärst im falschen Studio aufgetaucht. Ja. Ach, das ist nischige Nischen. Ach so, ich dachte, wir drehen in Köln. Peinlich. Das ist ein schöner Helm, da kann man nichts dagegen sagen, aber ja. Also gut. Schützende Helme wäre natürlich auch eine Sendung, ne? Wo man wirklich verschiedene Helme mal durchgeht. Und dann immer was drauffallen lässt. Oder? Oh ja, der Amboss an der Decke. Aber er fällt nicht runter wegen Sicherheit. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Video, das dann zum Schluss auch ein Ergebnis hat, Fragezeichen. Also wurde da jetzt im Laufe des Videos ein Helm präpariert und zum Schluss sehen wir das Ergebnis, Fragezeichen? Nee, ich glaube, das wird nur vorgestellt, wirklich so wie so eine Antiquität oder sowas. Und dann gibt es dieses Bewertungssystem, wie viele Trapeze gibt es. Und hier hat man 2,5 von 5 Trapeze gewonnen. Okay. Was eine mittelmäßige Wertung ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, du könntest natürlich dann als Follow-up auch noch die nischigsten Quiches machen. Mhm. Also, wer hat die nischigste Quiche? Na, Quiche backen ist generell eine Nische. Quiche ist immer Nische. Also, ich habe meine Schätzung. Hast du sie auch? Möchten wir sie? Was ist das nischigste Hobby, das du mal kurz verfolgt hast oder so kurz hast? Ich habe auch was. Ich habe was. Boah, ich habe auch den ganzen Mainstream-Scheiß, also wirklich Fortnite, Minecraft, ich bin da wirklich Fusi. Nee, ich nischig. Bin da wirklich, ja, eben. So, deswegen, ich tue mir schwer mit Nischen. Nee, nischig. Ja. Müsste ich jetzt wirklich mal länger nachdenken. Wir chillen hier und grillen hier und chillen hier in den Nischen. Ich müsste länger nachdenken. Was ist okay, dein Nischiges? Du kannst auch kurz nachdenken. Bei mir ist es, kann ich kurz noch sagen, ich habe eine Zeit lang Terragen hieß das. Das war so ein grafischer Landschaftssimulator. Da hast du so Landschaften generieren können mit so einem, einem Grafikprogramm, das dafür gemacht wurde. Du hast halt irgendwie einstellen können, wie viel Gebirge da sind. Dann wurde es immer simuliert. Und letztendlich hast du dann damals, zumindest für die Nullerjahre, schöne Grafiken, also schöne Landschaften hinbekommen, die dann cool aussahen. Du hast dann einfach nur angeschaut. Nee, ich habe die kreiert, also erstellt.
Nicht denn darauf gespielt oder so? Oder nein, Film ich habe die so erstellt. Ich war Grafikdesigner. Das ist einfach, okay. Ich habe eine Grafik designt. Ich glaube, Terragen, kennt ihr das noch? Und da war ich auch in Foren unterwegs, Terragen-Forum und so, und habe mich da total reingefuchst. Ja, du willst jetzt nur dich bei den Terragen-Fans einschleiben, die mir die Kommentare zuspammen. Ich glaube, das, was ich meine Zeit lang gemacht habe mit meinem Vater, was sehr nischig ist, ist Konfluenzepunkt jagen. Und zwar sind Konfluenzepunkte die, wo sich die Längen- und Breitengrade genau schneiden, also wo die Koordinaten dann 44 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 sind. Und da geht man hin mit einem GPS und macht ein Foto von dem GPS, wo die Koordinaten stehen. Und dann hast du davon ein Foto. Stellt sich raus, waren alle überbelichtet, weil wir konnten uns nicht auf dem Display angucken. Alles umsonst. Ich sage, du musst anfangen. Ich muss anfangen und ich sage, das ist natürlich Episode 2, heißt, es gibt zumindest schon mal Episode 1. Also es wurde schon mal nicht direkt nach der ersten Sendung abgesetzt, was schon mal gut ist für unser Verhältnis. Und das würde ich sagen, wir sind hier bei 790 Klicks. Ja, ich glaube auch, dass es durchgeklickt wird. Ich meine, es ist ein 80er-Jahre-Helm, aber so nischig ist es. Also es ist ja nischiger, als du denkst. Deswegen sind wir bei 300 Klicks. Oh, ey, ich sage 300. Holy crap. Was sagst du? 300. Ey, mich interessiert so, wer gewonnen hat. Wirklich. Ja, aber ich möchte das jetzt sofort. Nee, richtig brennend, oder was? Interessiert sich? Brennend, also wirklich. Ah, dann habe ich eine Enttäuschung für dich, denn wir machen eine kurze Pause und sind danach zurück. Wir erfahren das gleich. Bis gleich. Nur ein Spot. Nur ein Spot. Wirklich ein Spot. Glaub mir. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, holde Maid! Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Scheiße! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Mit Lars Paulsen und Florentin Will! Verflixte Klicks! Milo, komm her. Guck mal, kennt ihr den nach? Von früher, von alten, alten verflixte Klicksendungen? Hey, Milo. Hallo, Milo, mein Schatz. Hä? Ich habe ihn auf den Frankenwaller angesetzt. Er hat schon richtig Bock auf den Frankenwaller. Seht ihr? Flutchen, gib ihm mal den Frankenwaller. Gib ihm mal den Frankenwaller. Gib ihm jetzt mal den Frankenwolle. Gib ihm mal den Frankenwolle. Nee, das. Ja, jetzt. Jetzt gib ihm mal den Frankenwolle. Ja, servus, der Wing. Ja, Mensch, der Milo, Mensch, du bist ja richtig eine. Schnapp dir den Frankenwolle in diesen blöden Mixer. Oh. Oh. Ja, Mensch, der Frank. Ja, wollen wir wegen Bratwurst essen gehen? Ja, Mensch, hast du Lust? Ich glaube nicht, dass der mit dir essen gehen will, Walla. Oh Gott, nein! Ich muss mir den heute noch komplett. Was ist? Das Schlecker. Ich kann ihn nie wieder in den Mund nehmen. Gut gemacht. Mache ich das doch so gerne. Schön verletzt. Sehr gut. Gut verletzt. Sehr gut, den Walla verletzt. Also, ich sag 300, du sagst 790, wir lösen auf. Bitteschön. Verflixte Klicks. Du, dun, dun, dun. Oh. Na gut, Capital City Fire Helmets. Alter, 232 Abonnenten. Also, da ist doch das Feuer gelöscht worden. Schön, dass ihr da seid. Wow. Oh, unsere Lieblingsvideo. Also, sorry, da muss ich ganz kurz noch mal die Formatpeitsche rausholen, aber das ist gar nichts. Erstens rechtsbündig. Warum sind Videos rechtsbündig? Und ist es ein Let's Play oder was? Es ist auch so ausgeschnitten, ne? Da oben der Kopf ist ab vom Avatar.
Oh Gott, das ist ja wirklich das schlimmste formatierte Video aller Zeiten. Oh Gott. Das ist ja komplett entgleist, das Video, möchte ich fast sagen. Ey, weißt du, ey, jetzt, ich habe gerade ein Flashback. Warte, ich warte das noch kurz ab, weil Florentin gerade sich amüsiert. Das ist das beste Video aller Zeiten. Das hat man mit Terra Gen gemacht. Wie hieß es, Terra Gen? Leute! Sag mal, was schaust du dir da eigentlich immer an auf YouTube? Ah, sehr gut. Terra Gen! Videospiele sind auch eine Kunstform. Hier, guck mal. Googelt das mal bei Terra. Hast du sowas, hast du dann machen? Wow. Terra Gen Free Download. Cool. Welche Sachen kannst du da dann draus sehen? Ach, wow. Klasse, da krieg ich ja richtig. Das gibt's immer noch, oder was? Ah. Oh, ist das Deutsch? Moment mal. Schon sehr nischig. Nobel reingetragen? Bitte nehmen Sie Ihren Nobelpreis von den Gleisen. Nee, boah, ey, wirklich. Ey, wenn ihr an die Hölle glaubt, es kann nicht viel schlimmer sein. Ganz im Ernst. Stellt euch vor, für eure Sünden müsst ihr 200 Jahre an diesem Bahnhof warten. Scheiße. Und jetzt mal irgendwie vorher sich LSD oder Pilze gönnen und dann in Dauerschleife dieses Video rein, Alter. Dann kommst du nicht wieder. Dann kommst du nicht wieder. Holy crap. Overspeeding. Oh, geil. Die Inder, ey. Das ist ein indisches Video. Alter Schwede, ey. Ey, aber wirklich Triggerwarnung hier für Epileptiker, ganz ehrlich. Ich meine, es gibt so viele Leute draußen. New World, Dark Souls. Nein, das sind mal richtige Videospiele, ja. Das sind mal echte Games, wo du einfach mal sagst, dass solche Spiele werden heute gar nicht mehr gemacht. Die Leute wissen gar nicht mehr. Spielen wir das mal für uns hier zusammen auf dem Sender? Das Spiel? Können wir das mal spielen, bitte? Was ist das für eine Scheiße? Mach aus, ohne Witz, ich raste aus. Alter. Ah, das wird es. Oh, fuck, ey. You have derailed. Ja, das hat man nicht kommen sehen, dass der derailed. Und jetzt noch Emergency Break. Ah, ey, das erinnert mich so sehr an dich letztes Jahr. Wie du einfach komplett vom Weg abgekommen Corona-Meme. Bist. Corona-Meme. Einfach komplett. Last Ending Pausen ist einfach komplett ja, erased. Ist lustig oder was mir alles passiert ist. Du bist komplett vom Weg abgekommen. Arschloch, ey. Oh, guck mal, da ist doch die Schleife. Erst oh, ist er rechts auf den. Die Weiche wurde nicht umgestellt. Jetzt ist er links. You want to quit? No. Ist auch, you want to quit? Mm-mm. No, no. I want to watch. Oh, wow. Dieses Video, wirklich, diesen Kanal werde ich absorbieren nach der Serie. Ja, wir werden ja in ein paar Jahren wieder so einen kleinen Rückblick wagen, was so das lustigste Video war. Oder das Video, was uns auf jeden Fall noch in Gedächtnis geblieben ist. Das beunruhigendste Video. Ja. Ey, aber ohne Witz, falls ihr noch Fremdcontent braucht auf Rocket Beans, ohne Scheiß, das kann gerne laufen. Ja, gerne. Ich schaue mir das gerne an. Firmen? Ich glaube, das hat. Achtung, mein Hund ist hinter dir, unter dir. Ich sage, dieses Video hat. Ich muss anfangen. Das Video hat glatte 11 Klicks. Ich sag 8 Klicks, sorry. Ich habe schon 8 gesagt. Nee, hast du halt nicht. Das ist halt das Ding. Jeder weiß, nichts gesagt. Jeder weiß, dass 8 meine Zahl ist. Mag ja sein, dass du es gedacht hast, aber du hast es halt schlichtweg nicht gesagt. Nee, es ist Donnerstag. Nein, aber es ist in Ordnung. Es wäre doch gelacht, Florentin Will nimmt die 8. So. Also ich meine, sorry, die Prophezeiung ist einfach in Stein gemeißelt. Der Hund. Und deswegen sage ich 8 Klicks, weil mehr hat dieses Video nicht verdient. Und bitte hab mehrere Millionen. Bitte sei berühmt. Hier ist die Auflösung. Oh! 166 Klicks? Why? Pro-Gamer? Wie heißt der? Tu mal deinen Schädel da weg. Ich kann nichts Alter, Pro-Gamer? Ja, geh mal drauf. Null Abos? Geh mal drauf. Oh, Alter, ich werde das die ganze Nacht wegbingen. Ja, da hast du nicht so viel von. Das sind 15 Minuten Content. Eine Stunde Content. You have derailed. Oh nee, das ist ein ganz junger, ne? Muss aufpassen. Leute, aber das jetzt ist mit Abstand das erfolgreichste Video von ihm gewesen, das wir sehen, und das mit gutem Grund.
Leute, let's go ballen. Ey, wir beide mal wieder. Oh, ey, wirklich mal wieder ein paar Pins wegpimmeln. Ey, das machen einfach wir mal echt schön den ganzen Abend. Ey, das machen wir Kugel, echt. Ne, die Kugel, Kugel nehmen die Kamera mit und gehen bowlen. Eine ruhige Kugel schieben. Ja, das so, machen kommt wir. Kommt das daher? Du und ich. Wir bowlen, du und ich. Also das Video ist 44 Minuten lang. Merkst du eigentlich nicht, dass ich endlich mal wieder was mit dir machen will? Du, ich ruf dich minütlich an, du gehst nicht ran, verdammt noch mal. Welche Nummer? So, yeah, we had the Mark Jacobs 300 Dutch. Warte mal. Wieso ist denn diese Bowlingbahn so gut geölt? Da ist doch vorher irgendwas drüber. Ja, ja, die benutzen da verschiedene Holzöle. Nee, ich habe das gesehen, das war kein Öl. Die werden dann so mit so großen Besen. Nein, ich habe das doch gerade da hinten auf Bahn 1 noch gesehen, Bahn 8. Hab ich auch Spieler, die wachsen dann nochmal die Kugel ein und so. Auch da kommt nicht, dann auch noch mal auch was, nicht. Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Nee, wirklich, ich kenne mich da recht gut aus. Da ist was Lebendiges gerade bei Bahn 8 entlanggerutscht. Das sorgt dafür, dass es so rutschig ist. Das kommt extrem selten vor. Die Leute denken immer, oh, was passiert, wenn ich da hinten reinrutsche? Da ist es. Wäre ich dann zermalmt. Da ist es wieder. Das ist, hast du es wieder nicht gesehen, ne? Da ist es wieder vorbei. Jetzt. Bei 8. Hä? What? Ja! Ja, soll ich euch sagen, was es ist? Es ist ein Geheimnis, das seit Jahrtausenden. Das kann nicht sein. Nicht gelüftet wurde. Das kann nicht sein. Und nun lüfte ich. Das macht man nochmal. Was ist das denn? Ich muss ersuchen, aber da ist das Geheimnis. Das ist der Grund, warum Bowlingkugeln so schön flutschen, ist die Fischkarte! Die Fischkarte, die Fischkarte. So, wir sind nämlich das schlimmste Video auf YouTube. Okay. Das heißt, du hast meine Bowling-Leidenschaft jetzt für dein dummes Fischkarten-Intro einfach so missbraucht. Du kannst es gerne noch erzählen, wie gerne du bowlen gehst, wie viel Talent du da hast. Ich habe Talent, ich war einer der vielversprechendsten Newcomer in meinem auf meiner Bahn. Ja, dann sag doch mal. Dann sag doch mal, mein Lieber. Masterclass haben wir auch mal gebowlt und du warst derjenige, der hinten die Pins wieder entzurren musste. Ja, sorry, irgendwo muss das Geld auch hergeben, das du ausgibst. Wobei, also, die sind doch nicht, oder? Sind die an so. Ja, doch, klar. Sind die an Schnüren, ist deine Frage? Ja. Okay. An was sind die? 44 Minuten lang ist das Video. Sag mal. Und mich würde natürlich sehr interessieren, was du so selbstbewusst. Wie werden die denn wieder aufgestellt wohl? Es ist das Malta Open. Also Malta Open, wir sind hier in Malta und natürlich, ihr habt es vorhin schon an dem an der Maske gesehen, es sind Corona-Zeiten, also wahrscheinlich. Sind die an Schnüren? Und hier sieht man schon, powered by Ultimate. Ja, wie viele Leute schauen sich das an? Natürlich, klar, Bowling ist wahrscheinlich ein Sport, wo es eine gewisse Zuschauerschaft gibt, ne? Da schaut man sich die Technik an. Aber ist das jetzt natürlich ein Hauptspiel, Viertelfinale? Bei Malta Championships, das weiß ich nicht, ob das so viele Leute interessiert. Ja, die sind gar nicht an Schnüren, oder was? Nein, die haben unten so Klettverschluss, wo du dir so draufklettest. Nee, aber die haben ja wirklich keine Schnüre, habe ich gerade gesehen. Ich war schon lange nicht mehr bowlen. Aber beim Kegeln sind doch da so Schnüre dran, dann verheddert das. Und dann muss man ewig warten. Was hat jetzt Kegeln damit zu tun? Nee, das ist das Gleiche. Okay. Okay. Du bist wirklich das mit Abstand widerlichste, erbärmlichste, wirklich abgrundtief abstoßendste Stück Mensch, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Du kannst nichts, du willst nichts, du hast nichts, du hast nichts erreicht, du wirst nie was erreichen. Du bist schäbig, moralisch, ethisch. Du bist Schmutz. Kegeln und Bowlen ist jetzt schon jetzt nicht, ist nicht so. Sag mir, wie viele Klicks das Video hat. Schon relativ ähnlich. Da sind keine Schnüre dran oder was bei denen? Wie kann die denn. Wenn dir unsere Freundschaft wichtig ist, dann sagst du es eine Scheißschätzung und nicht, geht es nicht weiter. Scheiß Freundschaft ist mir ein Scheißdreck wichtig. Scheißkerl. Was hast du eigentlich gerade gesagt? War das ein Gag oder war das ernst? Gib deine Schätzung bitte ab. Jetzt sag mal, war das ein Gag oder war das ernst? In jedem Ulk ist auch ein Körnchen Wahrheit funkelnd drin. 3600 Klicks. Ja, ist nicht schlecht.
Ja, ist tatsächlich gut. Diesen Jahres, dieses Jahrens, ein Video online 2021, das könnte wirklich aus diesem Monat sein oder so. Das ist natürlich unschön, wenn ich jetzt da daneben läge, dann bekämst du Doppelpunkt. Ich hätte so gern, dass dieser Ausschnitt von Flixi Klicks mal deine Eltern sehen. Was glaubst du, wenn die dann mal die anrufen, meinst du? Also nicht das, was ich jetzt sage, nur das davor, mit dem traurigen Ende. Lars, mich hat mal mein Vater angerufen, weil du deinen Fuß ohne Schuh in die Kamera gehalten hast. Die Socken. Und das hat meinen Vater so fasziniert, ja. Dass du Socken, das hat er im Fernsehen noch nicht gesehen, dass jemand seinen besockten Fuß in die Kamera hält. Das war bahnbrechend für den. Muss schon sagen, ich habe die Fernsehbranche revolutioniert. Das war auch eine deiner Sternstunden, vielleicht deine einzige. Vielleicht deine einzige wirkliche Sternstunde im deutschen Fernsehen. Ja, Lars-Erik Paulsen. Na, was hast du? Ich sag weniger. 2100. Also, sorry, ich hatte stecken geblieben. 2100. Also, Lars Paulsen ist derjenige, der sich wundert. Ich bin derjenige, der abkassiert. Wie viele Pünktchen sehen wir jetzt? Ob es 2100 sind oder einen? Bitte. Ah, fuck! Fucking Bowling! Fucking Bowling! Nicht mal im Ansatz schämt er sich. Ne? Fucking Bowling! Ah, fuck, ey, 6 zu 1. Häng ihn auf! Wahnsinn. Oh! Oh, 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 oh! Mit Gefahr. Moment mal! Ich übernehme keine Haftung. Sind mit Gefahren verbunden. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung dieser Inhalte. Schön, jetzt seine Katze bei 1000 Volt. Also das wird sich Johanna wahrscheinlich ganz genau angeschaut haben, dieses Video, bevor sie es uns zur Verfügung stellt. Oh, geil. Elektrokondensator versorgt dich mit Strom, macht die Spannung hoch und den Widerstand runter. Elektronautik kann... Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal, auf dem Elektrokondensator. Nee. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Fisch, Video Gott. Auf diesem Kanal. Auf nein! Stopp! Oh, fuck, bin ich dumm. Dieser Junge ist wirklich nicht von dieser Erde. Also wirklich nicht. Ist auch nicht. Keine Ahnung, ich kann dazu auch nichts mehr sagen, weil es ist halt auch alles schon gesagt worden. Schon mehrfach darauf hingewiesen, dass du unfähig bist für diese Sendung und weiß nicht, auf mich wollte keiner hören, weil du so beliebt bist, aber. Oh, ich bin so schäbig. Also ich mach die Show ja auch nicht mit Günther Jauch, nur weil er beliebt ist. Man muss es halt auch ein drauf haben. Man muss halt auch schon ein bisschen noch Grips haben, also dumm sein. Ganz ehrlich. Ich mach das auch nicht mit Prinzessin Diana hier, nur weil sie beliebt ist. Man muss halt auch in gewisser Weise mal eine Maus bedienen können. Schau mich nicht an. Mach weiter. Schau mich nicht an. Das war ein deutsches Video. Du hättest ich bin Punkte. Nichts wert. Du hättest noch 4 Punkte kriegen können. Und jetzt überträgt sich die Fischkarte aufs nächste Video? Ja. Und? Der Multiplikator aber auch. Auch. Ich sage ja. Ich sage wirklich was ja. Was sagt Regie? Doch. Das ist... Den nimmst du schön mit. Ja. Okay, gut, danke. Das ist wie so das Ansage. Orakel von Delphi, man muss jetzt interpretieren. Den nimmst du schön mit. Ja, was halt? Meinst du die Punkte, das halbe Dutzend Punkte? Mich? Den Hund? Ah, geil. Zum Glück sind wir hier in meinem... Oh! Stromschlag? Achso, der Hund hat... Kollege, ihr habt mich richtig erschrocken, Mann. Ich drehe hier durch. Von allen Seiten. Dieses Zugvideo hat mich gebrochen, wirklich, ich bin wirklich am Ende. Okay, zum Glück ist es eine Art Video, wo ich richtig gut drin bin. Ich kann das richtig gut. Das ist nämlich irgend so ein Seminarding hier aus anderen Ländern. Worum geht's? Nee, Moment mal, der macht... Bring ihn zur Weißglut. Er ist ja langsam... Stopp. Der schaut hier gerade ein Video an und programmiert das gerade nach, oder was? Ich will Portugal, ich will Portugal, ich will Portugal, ich will Portugal.
Also, du hast jetzt hier wirklich alle Punkte der Welt verdient, wenn du es richtig schätzt. Aber du musst natürlich auch anfangen. Und ich werde geiern wie kein Zweiter, sag ich dir gleich. Und ich schenke dir eine Bildschirmaufnahme. Der guckt auf einem Bildschirm gerade dieses Meeting an. Was? Soll ich dir beim Katzen helfen? So, was ist jetzt, Flutti? Hast du es analysiert? Also, das ist ein Architekturtool. TerraGen. Und der schaut auch parallel einen Architekturvortrag oder was? Und dann noch Schwarzbild? Ja, interessiert mich nicht. Also, wie viele portugiesische Architekten gibt es? Schon mal 22. Ja. Wie viele davon benutzen dieses Tool? Wie viele davon wollen sich ein Tutorial davon anschauen? Alle. Aber es ist ja Part 1 von 6, aber das ist so ein weirdes Video. Mit die noch nebenbei hat der Tabs offen. Du kannst ja nicht, während du ein Tutorial machst, nebenbei noch Tabs offen haben, wo du Naruto anschaust oder was. Das kann nicht sein. Konzentrier dich mal auf eine Sache. Na, du kannst auch einen 24/7 Live-Sender machen und nebenbei offensichtlich noch, was war das? Ach, schon wieder ein paar Jahre her. Was hat die Regie geschaut, angeblich? Starcraft. Gib mir die Zahl. Ich weiß eh, was du sagst. Wenig, ne? Wenig. Wenig eher. Wenig Klicks. Ich sag, es sind 29. Wusste ich genau, dass du das sagst. Nee, dafür ist es ist in Versalien geschrieben, ist groß angekündigt worden, das Video. Natürlich eine super schlechte Qualität, da gebe ich dir recht. Aber es ist 1 von 6, come on, das müsste sich jemand reingezogen haben. Nee, wir sind bei 66 Klicks. Bei 66 Entschuldigung. Fängt das Leben an. Entschuldigung. Hast du gerade meinen Hund verprügelt oder was? Das war ein richtiger Kinderhaken, Alter. Das habe ich gehört. Entschuldigung. Fass kurz einen Schritt. Kannst du einen Schritt zur Seite gehen, bitte? Das ist ein Befehl, den habe ich ihm so noch nicht beigebracht. Okay. Kannst du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Okay. Alles gut. Alles gut. Okay. Okay. Oh, okay. Hallo. Alles gut. Okay. Hallo. Alles gut. Ja. Ja. Alles da. Genau. Ja, komm her, der hat Angst vor Hunden. Komm her, der hat Angst vor Hunden. Ich rufe dich an. Also, 29 zu 66. Du kommst auf dir. 66. Wenn das richtig ist, 6 Pünktchen für mich. Und ich möchte ein bisschen Anlauf nehmen, weil ich glaube, wir sehen jetzt gleich. Warte mal, du hast die Fischkarte gezückt beim deutschen Video? Vorhin? Ich glaube, wir sehen jetzt gleich einen Strike. Ah, ja! Jau! 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 Oh, Jesus, Alter! Aua. Okay, chill. Alles gut, okay? Entspann dich. Fass. Was bist denn du für ein Depp, ey? Hast du wirklich die Fischkarte gezückt? Ich bin schmierig und schreibe ja jetzt hier, Milo. Mir ist alles recht. Jawohl. Okay, super. Jawohl. Mir ist alles recht für den Sieg. Du bist alles recht für den Sieg. Ich würde alles tun für den Sieg. Alles. Glaubt es mir. Und deswegen werde ich gewinnen. Deswegen bin ich ein Gewinnertyp. Ich bin gefangen in dieser Sendung. Tja, sind das Weihnachtsbäume? Nee, das ist das Undercover-Video. Ich glaube, das war das gerade, war das Undercover-Video. Wahrscheinlich nee. Eher. Ich kenne euch Schlawiner da draußen doch. Ihr wisst doch, was wir wollen. Ich glaube, es sind wirklich Tannenbäume, oder? Das ist der Twitch-Chat. Das ist einmal der komplette Twitch-Chat, ja? Hat sich versammelt und macht, was er am liebsten macht. Thank you.
ich kann wenig mit Tanzchoreografien anfangen. Es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich da echt wenig mit anfangen kann. Aber du warst doch jetzt auch im Musical. Ja. Hast du da ein bisschen Blut geleckt? Total, ich finde das super. Aber immer wenn Leute sagen, ich gehe auf eine Party, habe ich dieses Bild vor Augen. Und jetzt denke ich mir gerade, ich müsste auf mehr Partys gehen. Weil wenn so Partys aussehen würden, dann wäre ich auch dabei. Nicht immer dieses lockere in der Bar, geil, was machst du so? Nein, wir stellen uns alle in der Reihe auf. Jeder hat sein geiles Link-Kostüm an und wir tanzen rum. Wenn Partys so aussehen würden, wäre ich jeden Abend auf einer Party. Weißt du, welche Party genauso aussieht? Meine Silvesterparty. Wir feiern das immer so. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ja, perfekt. Ja. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich lerne nicht dazu. Ich lerne meine Lektion nicht. Noch 5 Minuten. Was passiert da? Du hast wirklich die dümmste Baby-Maus zur Verfügung gestellt bekommen, hier von unserer tollen Community. Und du schaffst es einfach nicht, nur einmal drauf zu klicken. Was passiert, wenn ich hier mit dem... Ey, guck weg. Jetzt sind 20.000 Leute blind. Hier spricht die Zukunft. Hier spricht die Zukunft. Du befindest dich in einem Koma. Wach auf! Wach auf! Wach auf! Das ist die Zukunft. Unsere Maus. Die Unterbodenseite unserer Maus ist die Zukunft. Ja, wir müssen leider weitermachen. Ich hoffe, es war das Undercover-Video. Fuck! Mann, ey, was ist denn heute los? Das ist das Undercover-Video. Natürlich nicht, aber... Nee, war es das, Strom meine Katze? Strom plus Katze? Ja, ich hätte, das können wir ja hinterher noch deutsche Video. Aber ich hätte das, die Präsentation mit den offenen Tabs. Ne, der war der Portugiese. Ja, aber das war ja wahrscheinlich wieder Quatsch, Portugiesisch. Timber ist auch nischig auf jeden Fall, dahin zu gehen auf so einem Messer, ein bisschen Holz zu fräsen. Das ist auch eine verrückte Sportart, ne? Mit diesen Kettensägen und so. Und wer kann schneller sägen? Ja. September 2018 at Regley Estate, Alcaster, Warwickshire. Ich meine, ich würde mich gerne drüber lustig machen, aber ich glaube, es ist echt ein cooles Hobby, sowas mit Holz. Weil Holz riecht ja irgendwie immer, du bist viel draußen. Das ist schon... Du, meine Zweitkarriere ist Förster. Ich gehe in den Wald. Genau. Ja, das passt auch. Aber du bist dann immer mit deinem Pferd und oben ohne deinem blöden Pfeil und Bogen. Und ja, läuft komplett mit eingeölt. Scheiß. Niemand kriegt mich. Die ganzen Taekwondo-Leute kriegen mich nicht. Sehr viel, in letzter Zeit viele Taekwondo-Leute in Wäldern unterwegs, ne? Kannst ja nicht mehr in den Wald gehen, ohne dass da irgend so ein Taekwondo-Dödel vorbeiläuft. Hättest du mehr Angst vor einem Wolf oder vor einem Taekwondorianer? Ich hätte richtig Angst vor einem Taekwondorianer. Weil der Wolf ist dem Menschen ein Wolf. Aber der Taekwondorianer ist dem Taekwondorianer ein Wolf. Taekwondorianer, Taekwondorio, Lupus est. Interessant, ich dachte eigentlich, dass eine Veranstaltung von der Größe ein besseres Promo-Video hat, als meine Nichte spricht da mal den Text ein. Das ist schon eine professionelle Sprecherin. Zumindest eine sehr begabte Sprecherin an der Stelle. Kleines Kompliment. Ja, könnt ihr gerne kommentieren bei dem Video. Also, wie viele Klicks hat das? Es ist ein durchaus gut besuchtes Event. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute da durchaus mal schon sich durchklicken. Was gibt's da alles bei dem Event? Apf ist natürlich auch eine fantastische... Das ist wirklich eine Marke, ne? Also mit der Typografie, mit der Farbe. Da weiß man einfach... Ja, das steht einfach für Qualität. Apf. Ja, vor allem, du siehst, wenn du genau hinschaust, das P ist so ein bisschen schräg, das A ist so leicht angeschrägt, also es ist nicht eine normale... Ja, nee, da hat ein Typograf lange dran gewerkt. Ja. Das sind die schlimmsten Typografen. Wenn mir ein Typograf im Wald begegnen würde, zack, direkt über die Schulter. Typografen gegen Taekwondorianer, wer gewinnt? Boah, das ist ein guter Kampf. Das würde ich mir anschauen im Fernsehen. Typografen gegen Taekwondorianer. Ja, jetzt, du bist dran, bitte. Ich habe jetzt schon hier so viele von den Dingern da abgemacht. Und irgendwann ist es nackt und dann sieht es bestimmt auch total cool aus, oder? Findest du nicht, Florentin Will? Ich bin hier, wieso muss ich anfangen? Weil ich gesagt habe, es ist undercover. Weil ich gerade ein paar Pünktchen aufgestapelt habe. So lächerlich, ne? Ich war so viel besser. Fuck, egal. Okay, wir sind bei 89 Klicks. Das wird später auch meinen Freunden tanzen, kann ich jetzt schon mal sagen, wenn ich gewinne.
Sieht es enttäuscht aus? Nee. Mach mal überrascht. Mach mal begeistert. Mach mal leicht angewidert, aber trotzdem sexuell ein bisschen so angetatscht. Okay, danke. Danke, das war's. Das ist richtig gut, aber wir melden uns auf jeden Fall bei Ihnen. Wir melden uns? Wir melden. Nee, wie sagt eine Casting-Crew zur anderen? Wir melken uns. Komm mal, hier entstehen Gags. Haut den Rasaft wieder, schenke ich euch. Raus damit. So, bitteschön. Nee, wie sagt eine Kuh nach einem Bewerbungsgespräch? Wir melken uns. Sowas geht. Stärker. Geht. Ich sag es denn mehr. Stärker als das mit dem Make-Casting. Was war das? Ich sag es denn mehr. Ich sag, es sind 320. Oh, da hat er mal was gesagt. 320. Da hat er mal was gesagt. Bitteschön, 320 zu 89, das sage ich nämlich. Die Auflösung kommt in 3, 2, 0. Yeah. Ja! Geil. Ich habe halt überlegt, ob das in der Kühlen so eine Art Schimpfwort ist. So, ach, melk dich doch. Melk dich. Ach, melk dich. Das verstehen nur Bayern. Darkness. You are blocked. Sendung ist um. Martin talked about writing a storm. Sendung ist um. Wie bitte? Das war schon das letzte Video. Dann lass uns doch mal einen Blick wagen auf den Punktestand. Nein, wir müssen erst auflösen. Wegen, ich kann ja immer noch nichts erreichen. Nein, dann lass uns doch mal Undercover-Video. Ich glaube, es war die tote Katze, die Stromkatze. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das deutsche Video einfach ist. Ne? Das ist zu billig. Das ist zu billig. Ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind dann mittlerweile weiter. Stromkatze kann schon sein, aber da war ja nicht mal eine Katze übrigens. Ne? Nicht, dass es jetzt, wer jetzt erst einschaltet. Ja, ich glaube, es war das Helmvideo. Keine Ahnung. Ich glaube, es war das Helmvideo. Ich bin mal gespannt. Tu es. Ja. Oh! Es ist der Portugiese. Page ist geladen. Nein! Beim Window. Da war die ganze Zeit verflixt. Haben wir uns alle lieb. Thema. Nice. 3, 3, 3. Wow. Geil. Geiler Typ. Danke, Alter. Richtig gut. Richtig gutes Video. Unmöglich. Unmöglich, oder? Ja, war schon stark. Ja. Weil vor allem, das ist schon echt, also die Situation war so verstörend und verwirrend. Das war schon stark. Warum hat er 2 Tabs offen? Die Qualität war geil gering. Das war so geil. Das machen so nicht viele noch einen Fehler, dass die Qualität so, die Qualität war schön niedrig. Ja, ja. Und ja, dann vielen Dank. Mit den offenen Tabs und so, wo du sogar noch drauf eingegangen bist. War das nicht sogar auch mit dem verschobenen, ja, das verschobene Format? Nee. Nee, das war das Derailing. Ganz, ganz wow. Toll. Tip top, damit lagen wir beide falsch. Das heißt, wir können noch mal einen Blick auf den Punktestand wagen. Das ist wirklich so unverdient. Zumal das nicht mal beim deutschen Video. Du hast 6 Punkte bekommen bei einem Video, das nicht mal ein deutsches Video war. Oh! Lass mich kurz nachhängen. 6 und 8. Ja, ich bin 6 schon. Dann hab ich ja schon wieder. Wieso schon wieder? Hab ich ja schon wieder gewonnen. Wieso schon wieder? Wie letzte Woche. Wie letzte Woche. Letzte Woche haben wir verflixte Klicks gemacht. Wie letzte Woche. Und die Woche davor. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich habe gewonnen, Freunde. Das geht auch noch ein bisschen so weiter. Mein Hund hasst dich. Ich habe noch ein bisschen weiter Lust zu gewinnen, liebe Freunde. Hashtag verflixte Klicks, Hashtag nischige Nischen. Seid mit dabei, wenn ich auch nächste Woche wieder ein Krönchen hole. Vielen Dank an euch da draußen für die. Lasst eine Pause, meine Damen und Herren! Also, vielen Dank an eure fantastischen Fotos, die ihr uns ja immer einschickt und bearbeitet. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank nochmal an Milo. Oh, der arme kleine Hund. Was der hier alles ertragen muss. Ich hoffe nächste Woche nicht mehr. Ich hoffe, ihr seid aber nächste Woche mit am Start, denn da sind wir wieder zur selben Zeit, am selben Ort. Bis dann. Ciao. Like it. Tschüss. Langen Daumen, ne? Echt einen langen Daumen, oder? Lang ausgekugelt. Richtig lang, Daumen. Alter. Wie viele hast du? Hast du noch einen, so ein Segment? Ich hab 2 Daumen. What? An einem Daumen. Ciao. Alter, geile Sendung, oder? War richtig gut heute. Viele kam. Ja. Ich fand's toll. Ich fand's toll. Und wie gesagt, ich glaube, ich brauche noch 13 Siege, dann haben wir das Ding hier. Fass meinen Hund nicht an. Ohne Witz, fass meinen Hund nicht an. Komm her. Verflixte Klicks.
verflixte Klicks. Verflixte Klicks mit Laura.